Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play Easter One auf PS4. That's very loud. Entschuldigung, ich wollte nicht so laut reden. Entschuldigung, ich rede ab sofort ganz leise. Okay, wir sind hier im Industriegebiet. Ore Tramming. Ein Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis. Okay. Industrielle Teile Anfrage. Ja. Also quasi Ersatzteile. Aha. Okay. Während der Probleme mit dem Dampf innerhalb der Mine sind viele Waggons. Okay, also viele Waggons, die vorher zum Transport von Erz und Stein verwendet wurden, sind jetzt in Surf Disrepair. Das heißt also quasi in der Reparatur. Mensch, so. Main issue resides with the wheels of the wagons as they rust through their continuous contact with water that collects on the floor and the tunnels of the caverns. Once rusted, the wagons are pretty much non-usable. This requires us for the following parts. 16 wagon wheels, 8 axles. Okay, also die Räder quasi von den Waggons, der Loren, fangen an zu rosten, weil die ständig mit Wasser in Kontakt kommen und die buddeln ja unter Meer, also Meerwasser, Salz plus Wasser plus Stahl ist gleich übelst Rost. Kennt man ja. Jeder, der mal vergisst, nach einem Winterstreudienst hinterher zu fahren und dann sein Auto nicht richtig abzuspritzen, weiß, wovon ich rede. Und die haben gerade eine Anfrage nach 16 Rädern für Waggons. Und 8 Achsen. 16 Räder und 8 Achsen sind ja gerade mal 4 Wägen. Ja. Naja, gut. Wir sind jetzt gerade hier im Ore Tramming. Das leuchtet nicht. Das heißt, wir müssen hier was machen, damit es so anfängt zu leuchten. This doesn't seem like the right way. Die hat gerade gesagt, das sieht nicht gerade nach dem richtigen Weg aus. Was passiert, wenn ich da jetzt trotzdem langlaufe? Wird sie mich töten? Ich weiß es nicht. Hammer! I'm going to assume someone borrowed my hammer with the intention of returning it. I expect to be here when I return from the mines. Okay, also hier hat jemand die Nachrichten erlassen. Irgendjemand hat sich meinen Hammer gebräucht und ich erwarte, dass der Hammer wieder da ist, sobald ich aus der Mine zurückkomme. Wow. Hallo? Ganz schön düstere Klose, ey. Da will ich freiwillig aber nicht reingehen. Ach du Heilige. Puh. Captains assigned to the mining operation. Ah, okay. Das sind die Verantwortlichen quasi für die Mine. Die Vorarbeiter quasi. Nick B. ist der Vorarbeiter für die Tiefe 380. Sean V. für 400. Chris R. für 420. Und Jake R. für 480. Ja. Okay. Important Notice. Ah, okay. Super. Das ist jetzt wieder so eine... Das könnte bei uns auf der Arbeit auch hängen. Wichtige Notiz. Unsere Erzförderanlage quasi sind unzureichend. Arbeiter müssen ihre Quote schaffen, um ein gutes Produktionslevel zu erreichen. Die Arbeiter sind darauf, also es wird von den Arbeitern erwartet, dass sie jede
jede Notwendigkeit in Betracht ziehen, um ihre Produktion zu erhöhen, quasi. Ja, das könnte bei uns echt auf der Arbeit auch hängen. Okay. Mhm. Ja, sowas ähnliches auch. Notiz an alle Minenarbeiter. Minenarbeiter, die erwischt werden, wie sie Erze schmuggeln, also quasi in die eigene Tasche stecken. Prosecuted. Ich weiß jetzt nicht genau mehr, was prosecuted heißt, aber ich gehe mal davon aus, es heißt sowas wie bestraft, gefeuert, irgendwie sowas. Okay. Zufällige Durchsuchungen werden folgen, also beziehungsweise es werden immer wieder zufällige Durchsuchungen angeführt. Die Minenarbeiter sind darauf angewiesen, also sind, Mensch, heute habe ich es echt mit der Sprache. Von den Minenarbeitern wird erwartet, dass sie kooperieren, damit sie ihre Pflicht erfüllen können. So. Sacrebleu. So, was haben wir denn hier? Ein Television. Ich will den anschalten, verdammt. Okay, da ist nichts. Schon wieder eine Uhr. Ich weiß nicht, ob die Uhren was zu bedeuten haben. Diese Uhr hier steht jetzt auf 5 vor 2. You don't say much, do you? Nee, ich rede nicht viel. Arsenic Disposal. What? Ah, ja. Okay, da kann ich was reinschmeißen. Welcome! Das ist doch mal freundlich. Sieht aus wie das Büro vom Chef. Oh, ja. Ja. Items can be placed here. Nur welche Items, das wissen wir natürlich nicht. Ein schönes Bild von der Klippe. Oh, diese Oma-Teller finde ich ja überhaupt nicht toll. Ihr wisst schon, was ich meine. Diese, wo sind sie denn da? Diese hier. Ja. Die, ich weiß nicht, wer hängt sich denn sowas an die Decke, bitteschön? Aha. Na komm, steck's halt ein. Sacrebleu. Hallo? Hä? Also, was zum Geier sollte das? Ist das Spiel schon wieder so verbuggt jetzt gerade, oder was? Ich kann den Zettel da nicht rausnehmen. Hä? Ich will doch nur das Ding da rausnehmen. Irgendwie klappt's nicht. Okay, ich lese jetzt erstmal die Zettel. Okay, Lady, make coffee and place the lesson ready. He doesn't like to wait, okay. Sweep pooled water into drains by door. This is an absolute joke. Routine locker search. Appointment for the mining warden. Disciplinary action. Okay. Arrange performed reviews for miners. Put coffee cleaning tablets in different bottle. Miners confusing them with arsenic. Oh, ha. Check with mill management about shipment completion to stage. Restock miners dry kitchen. Empty arsenic disposal. Okay, da gibt's wieder keinen. Okay, gibt's wieder keinen Urlaub. Okay, die Bürger möchten, dass die Produktion hier eingestellt wird von dem Industriegebiet quasi. Möchten das nicht mehr. Warum ich da jetzt nicht reingucken kann, weiß ich nicht. Aber hier ist anscheinend das Büro und ich soll... Hier kommt Arsenic-Flaschen rein. Das müssen wir allerdings erstmal gucken. Ach ja. Ach ja. I'm not sure we're allowed to be in here. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir hier sein dürfen. Oh, was haben wir denn da? Ein Barograph Operationer. Aha. Okay, platziere das Papier auf den Barographen.
aktiviere den Barographen. Das Papier kommt wieder weg, wenn die Sequenz komplett ist. Clear Skies come with high pressure. Okay. Okay, Step 1, Step 2. Ist einfach. Ach, schön. So ein bisschen Musik. Hilft mir beim Searchen. Wer hätte es gedacht? Okay. Lauter Zettel. Okay, wir fangen jetzt mal ganz easy an. Wir fangen jetzt mal mit diesem Zettel an. Aufgaben für den Tag. Disziplinare Verfahren mit Sean S. Was ist das denn? Komisch. Ah. Okay, das... Ah, okay. Minus Dry Pressure Relocation. Das muss ich mir auch wieder aufschreiben. Okay. Minus Dry Pressure. Okay, da haben wir jetzt 300. 100. 200. 300. Und 100. Okay. Puh. Okay. M. Lewis. Unfortunately, to the new person, three pieces to be used in depth. As a command is called in permanent and permanent solutions. If you need assistance, please. Okay, also da stimmt auch irgendwas nicht. Okay, da ist nichts drin. Also, Büro. Das muss ich mir mal aufschreiben. Büro vom Chef. Oder vom. Ja, Büro vom Chef. Code. Brauche ich noch. Habe ich noch nicht, brauche ich noch. Dann das hier kotzt mich an. Warum das hier gerade nicht geht. Das Problem ist, ich kann auch nicht drauf gucken, um zu gucken, was da wirklich steht. Das ist das Fiese dabei. Ich probiere es später nochmal, wenn ich in einer neuen Aufnahmesession bin oder so. Vielleicht probiere ich einfach das Spiel neu zu starten nach der Runde hier. Ah ja, das ist das Minus Dry. Okay, also quasi die... Okay. Ich höre hier... Da ist die Küche. Ach so, wir müssen vielleicht auf... How did we get here? Ja, wie sind wir? I can't remember. Wir müssen Kaffee kochen. Only two gains needed. Coffee filter cleaning trains. Quasi hier an der Seite aufmachen. Dann brauchen wir Kaffee. Wo kriegen wir Kaffee her? Ah. Nee, ist kein Kaffee. Ah, okay. Hallo? Ja, okay, das war die Taschenlampe. Und. Halt! Scheiße. Ich blöd, Mann. Ohne Kaffeekanne wird das nix. Das ist die Kaffeekanne. Das ist keine Kaffeekanne. Das ist die Kaffeekanne. Wo ist die Kaffeekanne? Days since last accident. Tage seit dem letzten Unfall. Okay, da haben wir noch eine Glocke mit 7 und 12. Okay, wir haben noch eine gefunden mit 7 und 12. Boah, ist nicht wahr, oder? Okay, das mit dem Arsenik, das ist Ore-Tramming. Okay. Gut, das werde ich mir notieren und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Okay, ich glaube, das ist wichtig. Das ist wichtig. Okay, das Arsenik, das haben wir. Das Ore-Tramming brauchen wir noch. Ja, also gut. Wir sehen uns wieder.